Nämlich einmal das Wort. Trachten, soweit das Auge reicht. Es ist soweit. Osthessen ist jetzt das ganze Jahr im Dirndl- und Lederhosenfieber. Die Esperanto-Halle rappelvoll, die Stimmung hervorragend. Die erste Mai-Gaudi war ein voller Erfolg. Die rund 3000 Besucher ließen es ordentlich krachen. Die Mambo Kings und die Rotzlöffel machten auf der Bühne ordentlich Dampf. Die Gäste, fast alle in Tracht erschienen, hatten jede Menge Spaß. Und auch wenn es an der Theke manchmal ein wenig klemmte, die Kehlen wurden fürs Mitsingen kräftig geölt. Bis zum Morgen gefeiert, getanzt und gegrölt. Und eins ist klar, die Mai-Gaudi 2015, die kann kommen.